Der VfB Stuttgart hat mit dem 2-0-Sieg über Union Berlin erneut ein extrem knappes Spiel vom Spielverlauf her für sich entscheiden können und in diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen gelungen ist. Zunächst einmal ist Union extrem hoch angelaufen, vor allem bei Abstößen vom VfB, aber auch ansonsten je nach Spielsituation. Man hat es wie hier extrem hoch und orientiert zugestellt, sodass der VfB eigentlich tief keine Anspielstationen hatte, aber mit Nübel hatte man dann je nachdem natürlich die Überzahl und konnte die Situationen auch mal mehr, mal weniger auflösen. Aber Union hat es extrem intensiv gemacht und so auch den ein oder anderen Beigewinn erzielen können. Also das Pressing war schon das öfteren erfolgreich und daraus resultierte auch die größte Anzahl an Chancen, die man hatte. Also sobald man den Ball gewinnen konnte, war der VfB natürlich anfällig und noch nicht sortiert und da hatte man schon gute Chancen, ließ diese aber ungenutzt, aber dass die meisten Chancen nach Ballgewinnen kamen, also wenn der Gegner den Ball hatte, ist auch kein Zufall gewesen, denn wenn wir mal betrachten, was Union mit dem Ball gemacht hat, dann war das eher nicht so erfolgreich. Wir sehen es hier, es ist ein Viereraufbau, da ist mal rechts VfB-Verteidiger hochgeschoben und Gosens war tief. Je nachdem auch, wo die Ballnahe Seite war und der VfB hat es gegen den Ball eigentlich ja gut spiegeln können mit der Formation, man hat ja selbst eher gegen den Ball mit einer Fünferkette gespielt und wir sehen hier, das geht eigentlich ganz gut auf. Man konnte auch die drei Innenverteidiger von Union gut anlaufen bzw. zustellen. Nur defensiv hatte man eine plus 1 Absicherung. Dafür war dann im Zentrum von Union einer der drei Spieler immer frei und da hatte man eigentlich eine Überzahl und man hätte es durch das Zentrum eigentlich flach gut auflösen können, sich nach vorne spielen können. Aber Union ist halt meistens nur den Weg über den langen Ball gegangen, wie man es von ihnen auch gewohnt ist. Und das war halt überhaupt nicht erfolgreich. Aus dem eigenen Positionsspiel kam man eigentlich fast nie nach vorne, auch wenn man da keinen Zielspieler vorne drin hatte mit Vertessen und mit Volland vielleicht in Ansätzen. Aber der hat auch eher einen Flügel gespielt. Also ich fand den... Auftritt von Union, abgesehen vom Pressing, schon recht schwach. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Habe ich ja gesagt, im Pressing gut, aber im tieferen Verteidigen, was ja eigentlich die Stärke war, letzte Saison unter Urs Fischer, war das auch überhaupt kein gutes Spiel, auch wenn der VfB jetzt nicht allzu viele Chancen hatte. Dafür, dass man hier relativ souverän dem Ergebnis nach 2-0 gewonnen hat. Und da hat es Union schon in der Fünferkette verteidigt, aber ansonsten... Hat man hier noch erkennen können, dass die zwei Achter mit Schäfer und mit tusa die zwei Sechser mit Carasso und Stiller zugestellt haben. Das ist auf jeden Fall nie ein Fehler gegen den VfB. Ansonsten hast du hier Kedira, der als Sechser deutlich tiefer positioniert ist. Wahrscheinlich um halt eben die sich lösenden Girassi und Mio aufzunehmen, falls die eben kurz kommen, um sich anzubieten. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Variante, haben schon andere Teams gemacht, wie zum Beispiel Heidenheim gegen den VfB. B, da war es auch erfolgreich. Und rechts hast du noch Volland, der war immer so ein bisschen zuständig für fürich und Mittelstädt zusammen mit Juranovic. In dem Fall steht er aber komplett im luftleeren Raum. Ich weiß nicht, was er da macht. Er macht es nicht kompakt, er macht auch keinen Passweg zu, keine Ahnung. Und genau das zieht sich auch im Defensivspiel durch. Also die Struktur an sich war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber die Spieler haben es irgendwie komplett schwach verteidigt. Dann letztendlich. Wir haben auch hier noch eine Szene der V. VfB hat es extrem fluide gespielt, auch viele Rotationen und so weiter. Und genau damit hatte Union dann die Probleme. Hier ist es beispielsweise Stenzel, der immer so ein bisschen gependelt hat, mal rechter Innenverteidiger, mal Rechtsverteidiger. Also da war der VfB auch flexibel zwischen Systemen in Dreier oder Viererkette. Kette. Hier ist er eben mal vorne dabei. Somit bereitet man dann Union Probleme, die es dennoch schwach machen. Wir haben hier Schäfer, der den Ballführenden mit Ruho anläuft, aber irgendwie da auch keinen. Passweg wirklich zumacht damit. Eigentlich müsste er Stiller zumachen, den macht dann wiederum Kedira zu, der hinten rausrückt, der ja eigentlich für die Spieler vom VfB zwischen den Ketten zuständig ist, macht dann aber den Weg zu denen auf und ansonsten hat man dann halt eben eine Gleichzahl in der letzten Linie, die fünf Unionverteidiger gegen fünf VfB-Spieler, was an sich schon mal nicht die optimalste Situation ist. Das bringt uns dann zum 1 zu 0, das ähnlich schwach verteidigt war und das Spiel dann schon mal in eine klare Richtung gelenkt hat. Danach hatte Union zwar noch Chancen und immer mal wieder gute Beigewinne, aber dennoch hat es der VfB dann eigentlich gut kontrolliert und vor allem nach der roten Karte dann eigentlich sicher nach Hause gebracht. Trotzdem schauen wir hier nochmal drauf und da ist die Struktur eigentlich ganz gut. Gosens finde ich ein bisschen fraglich, ist da plötzlich wie ein linker Flügel, als würde man 4-1-4-1 gegen den Ball spielen was eigentlich ansonsten nicht der Fall war, war halt eben eigentlich zu Wagnumann orientiert, aber wirklich zugestellt hat er ihn nicht. Ansonsten passt es eigentlich von der Struktur. Der VFB verlagert es dann raus, eben genau auf Wagnumann. Und dann ist es so, dass Mio, der rechte Halbraumspieler, einen guten Laufweg macht. Den nimmt dann sowohl Thiogo Light, der linke Innenverteidiger, als auch Rani Kedira auf, die dann eben zu ihm hinziehen. Dadurch nehmen die sich eigentlich beide mehr oder weniger raus, Gosens ist auch deutlich zu passiv, Wagnumann spielt ins Zentrum auf Karasor, der plötzlich komplett frei ist, obwohl Schäfer ihm eigentlich davor noch zugeteilt war, wie wir gerade noch gesehen haben, Karasor kann daneben aufdrehen, Kedira kommt zu spät, er hat Platz und dann sind es Vogt und Duki, die eigentlich in einer 2 gegen 1 Überzahl gegen Girassi sind, dennoch macht er einen guten Laufweg in die Tiefe, Karasor spielt auch einen perfekt getimten Pass und Girassi lässt sich das dann natürlich Allein vor dem Torwart nicht mehr nehmen, erzielt es 1 zu 0 und entscheidet so eigentlich schon das Spiel. Klar, Union hatte immer mal wieder seine Chancen, dennoch war es, wie ich finde, ein Spiel, das der VfB schon kontrolliert hat, auch wenn man immer mal wieder Schwächen hatte. Und so hat dem VfB eine eher durchschnittliche Leistung. Ich würde eher sagen, Union war schwach, wie der VfB war gut, was aber gar nicht abwerten gemeint ist. Das ist eher eigentlich was Positives, wenn sie trotz dessen, dass sie nicht mal unbedingt ihren. Besten Tag hatten, trotzdem 2-0 gewinnen. Wenn man sich mal vorstellt, sie haben einen guten Tag, dann gewinnen die hier wahrscheinlich 3-4-0. Also, das ist gar nicht abwertend gemeint, war eine gute Leistung vom VfB, die somit auf einen Punkt an die Bayern heranrücken. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend um die Vizemeisterschaft. Mal schauen. Das war es auf jeden Fall soweit von mir. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auch eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. and so